Sascha hier für networknews.de. Wir sind immer noch auf der IFA in Berlin, gerade auf dem Sony-Stand und gerade mal, was hinter meinem Samsung NC10 ist. Könnt ihr im Moment noch nicht sehen. Nicole schwenkt jetzt gerade hoch. Dahinter sind ist nicht nur ein Sony Vaio X, es sind sogar zwei. Nur damit ihr ganz einfach mal den Unterschied seht, wie dick oder dünn ein Netbook sein kann. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass Sony hier ein Netbook auf den Markt bringt. Ich glaube, das Sony Vaio X ist irgendetwas dazwischen. Es ist mehr so ein High-End-Sub-Notebook, also ein Markt, auf dem Sony mit ihrer Produktreihe, zum Beispiel mit dem Sony Vaio TT, schon sehr erfolgreich ist. Wir haben hier zwei unterschiedliche Versionen, die für unterschiedliche Märkte bestimmt sind. Dieses mit dem matten Finish auf der Gehäuseoberfläche ist für den europäischen Markt bestimmt, wobei dieses hier mit dem Glossy-Deckel wohl eher für die asiatischen Märkte bestimmt ist. Aber ganz einfach wissen, Asiaten stehen auf Produkte, die ordentlich shiny sind und blitzen und blinken. Und obwohl Nicole schon ein kleines Hands-on während der Sony-Pressekonferenz gedreht hat, lasst euch kurz sagen, was so meine Eindrücke sind. Und dafür schauen wir uns das Gerät mal eben kurz von allen Seiten an. Wir haben hier ganz außen einmal die LED, die Status-LED für Power On, Power Off, ein VGA-Out, wir haben hier einen Ethernet-Anschluss. Vorne haben wir für den Sony Memory Stick entsprechenden Slot einen 4-in-1 Card Reader. Und auf der linken Seite haben wir dann einen Anschluss fürs Headset, zwei USB 2.0 Anschlüsse, Kensington Keylock und den Anschluss für euer Netzteil. Auf der Rückseite gibt es ungefähr gar nichts, aber dafür auf der Rückseite. Sieht mir ganz schnell nach einem Lithium-Ionen-Polymer-Akku aus, ganz einfach um diese Baugröße zu gewährleisten, kommen mit einem normalen Lithium-Ionen überhaupt nicht mehr aus. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Zellen der Akku im Moment hat. Von der Bauweise kann das so ein 4-Zellen-Polymer-Akku sein. Kapazität kann ich natürlich auch noch nicht zu sagen. Ganz offiziell wird es erst in der ersten bzw. zweiten Oktoberwoche. Nun schauen wir uns das Gerät nochmal im geöffneten Zustand an. Übrigens, bevor wir dahin kommen, 700 Gramm. Das Ding ist sowas von unglaublich leicht, wenn ich die Größe dabei sehe. Also es ist schwer sich vorzustellen, wie es jetzt rüberkommt in einem Video. Seht zu, dass ihr in den nächsten Shop geht im Oktober, wo ihr Sony-Produkte bekommen könnt und probiert es einfach mal selber aus, nehmt es in die Hand und es ist einfach unglaublich, der Effekt. Ich öffne es kurz. Da-da-da-da. Non-glossy Display, Gott sei Dank. Sony weiß also, was der europäische Kunde eigentlich so verlangt, vor allen Dingen, wenn er mobil sein möchte mit seinem Gerät. Und das ist natürlich ein mobiles Gerät, besonders bei diesem Gewicht. Wenn wir uns das Keyboard ganz kurz anschauen, Chiclet Keyboard, etwas, was Sony im Grunde genommen auf dem Netbook-Markt etabliert hat, als es zum ersten Mal das Sony Vaio P rausgebracht hat, das erste Mobile Device in dieser Größe mit einem Chiclet Keyboard. Und Verarbeitungsqualität sensationell gut. Hier verbiegt sich nichts, ne? Also das ist alles sehr, sehr wertig gehalten. Hier oben haben wir noch so einen kleinen An- und Ausschalter, um die Wireless- oder die Wi-Fi-Karte an- und auszuschalten. Übrigens, Windows 7 läuft hier im Moment drauf. Ich gehe davon aus, dass es nicht die Windows 7 Starter Edition ist, sondern entweder Home Premium oder Ultimate. Das heißt, Sony wäre auch nicht an die Limitationen von Intel, sowohl von Intel als auch von Microsoft gebunden, welche Komponenten sie einbauen dürfen. Also ich gehe mal hier vom 2-GB-System aus. Sollte eine SSD-Platte drin haben, 64 GB oder 128 GB. Und ich würde auf jeden Fall auf eine Intel Atom CPU tippen. Vielleicht nicht mehr das letzte Modell, sondern wohl hier schon Pine Trail. Macht ganz einfach Sinn, vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, wann das Gerät in den Markt kommen soll. Am 21., 22., 23. bis zum 24. September wird auf dem IDF in San Francisco eine ganze Menge neuer Pine Trail Netbooks und Sub-Notebooks gezeigt werden. Und wenn ich mir anschaue, dass Sony das in der zweiten Oktoberwoche releasen will, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Trackpad, eine vernünftige Größe, nicht übergroß. Ich hätte es mir gewünscht, wenn es ein bisschen breiter wäre, aber trotzdem, damit kommt man super klar. Es reagiert unheimlich gut. Zwei große rechte und linke, also einzelne Mausbuttons, die ein sehr, sehr gutes Feedback geben. Ja, und das ist eigentlich im Grunde genommen schon alles, was ich zu dem Gerät im Moment sagen kann, weil Sony hütet
die Spezifikation wie ein Staatsgeheimnis im Moment. Wer mag es Ihnen verdenken, weil ich glaube, alleine mit dem Look and Feel dieses Systems werden Sie schon genug Aufmerksamkeit erlangen können. Also wartet ganz einfach ab, wann die finalen Spezifikationen für das Sony Vaio X rauskommen im Oktober. Und bis dahin können wir noch eine ganze Menge träumen von dem Sony Vaio X. Das ist Sascha für netbooknews.de von der IFA 2009.